Ja, wir parken jetzt vom Hostel, haben die ganzen Sachen eingeräumt und fahren jetzt auf direktem Wege zum Flughafen, um die Lucia dort abzuladen. Dann trennen sich unsere Wege und für uns geht's weiter Richtung Westen. Und für mich in den Süden. Ich habe mir gerade meinen Finger an der unmöglichst blödesten Stelle eingezwickt. Und zwar habe ich die Tür geöffnet und wollte da rundherum gehen und bin mit dem Finger in die Schlossfalle da geraten. Und wenn man das dazu macht, dann schnappt das ein. So. Und das geht dann auch nicht mehr raus. Ja, das heißt, der Finger war da gefangen drinnen, da dazwischen. Ja, und er konnte auch nicht mehr raus. Und es hat aber urweh getan, weil das auch aufgeschnitten ist. Und es ist richtig tief reingebohrt. Und ich konnte es halt weder so noch so. Und dann habe ich den Knopf gedrückt und dann lässt den Finger wieder frei. Aber ja, und jetzt habe ich... Aua. Aber ist gut. So, wir sind jetzt bei den Departures von Stockholm Arlanda Airport. Und hier macht dich jetzt bereit. Ja, leider. Schön weiß. Macht es gut. Ich hab den Polster. Ich hab den Rucksack. Ich hab mein Handgepäck. Und die Karre lasse ich da. Ja, ich geh nur zum Gepäck mit. Wir haben so einen schönen Ort gefunden, wo wir vielleicht schlafen können. Wir waren vorher beim Bauhaus und haben unter anderem Brennholz gekauft. Und Dani bereitet jetzt das Lagerfeuer vor, auf dem schönen Schlafplatz. Weil es ist so windstill. Ja, und das Holz war so günstig und ist so gut im Vergleich zum vorigen Brennholz, das wir hatten. Und ja, außerdem haben wir jetzt wieder eine SIM-Karte für Schweden. Also das Holz ist so super, aber es ist so windstill, dass ich diesmal glaube, dass ich wirklich gar keine Anzündhilfe brauche, einfach nur Holz und ein Streichholz. Und das wäre ziemlich cool. Feuer ist so schön. Hm. Nur weil es stinkt so. Nee, das ist halt das gute Holz. Der Stein dort unten war vorher die ganze Zeit im Feuer, weil es die ursprüngliche Konstruktion ein bisschen stabilisiert hat. Und jetzt ganz am Schluss habe ich ihn aus dem Feuer genommen. Und er schaut ganz normal aus, aber ich glaube, er ist ein bisschen heiß. Das ist wie beim Saunaaufguss. Guten Abend. Wir sind jetzt in Schweden. Rund um uns ist Wald. Wir sind auf einer recht großen Lichtung. Und ja, Karin hat schon ein Tier gesehen. Ja, ein Fuchs, glaube ich. Und ja, wir haben uns das Lagerfeuer jetzt noch runterbrennen lassen. Und es ist immer noch hell, obwohl es schon so spät ist. Aber es ist, ja, es ist so super schön. Und das Wetter vor allem, es ist windstill. Ich meine, natürlich ist es frisch, aber das ist halt voll leicht aushaltbar, wenn kein Wind geht. Und auch wenn es jetzt regnen würde, das wäre voll okay, weil es würde halt kein Wind gehen, oder? Also, gute Nacht. Gute Nacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Schon die Spuren vom Feuer beseitigt. Da drüben. Und jetzt essen wir Frühstück. Nichts Großartiges. Aber heute werden wir noch in einer Hütte übernachten. Und damit wir das schön ausnutzen können, fahren wir möglichst früh hin. Der Felsen hier ist mitten drin gespalten. Der ist ziemlich breit, der Spalt, also circa 1,5 Fuß breit. Und es geht bis ganz hinunter. Ein Fuß ist eigentlich ein Fuß der Länge nach. Ja, aber es ist eigentlich einen halben Fuß breit.
Okay, dann ist es ein halber Fuß breit. Aber urgerade, das ist echt faszinierend. Ja, und ganz glatt. Heute werden wir ja nicht im Dachzelt übernachten, sondern in der Hütte. Deswegen haben wir die Schlafsäcke jetzt schon rausgetan. Jetzt packen wir noch das Dachzelt zusammen und dann... Ja, just det går de första tillfälliga uppehållstillstånden som... So, wir sind jetzt schon fast da. Die Karin kauft noch einen Fisch. Die Karin hat mir schon im Voraus gesagt, dass die Straße zu unserer Hütte recht schön sein wird. Und ja, sie hatte recht. Vor allem bei dem schönen Wetter jetzt. Es ist wirklich, wirklich schön. Drüben sieht man schon den See und unsere Hütte. Das ist der Waldweg, der uns zur heutigen Unterkunft führt. Und zwar ist das ein Bauernhof, den wir gefunden haben. Es ist so schön da und wir werden jetzt gleich einmal eine Runde spazieren gehen auf dem Hof und uns alles anschauen. Die Karin wird mir vieles zeigen, sie war ja schon mal da. Am Abend gibt es Fisch vom Grill. Schau, jetzt haben wir da dieses Gelbe. Einmal Filet von Fisch, was wir nicht wissen. Mahlzeit. Guten Morgen. Eigentlich sind wir nur wieder hierher gekommen, weil ich unbedingt mit dem Bagger fahren wollte. Und wir werden jetzt aber fragen, ob wir nicht vielleicht länger in der Hütte bleiben können. Und ob wir dafür einfach irgendwelche Arbeiten am Hof erledigen könnten, weil ich nehme an, es gibt genug zu tun. Ja. Ja. Schauen wir mal. Wir haben uns gefragt und sie haben gemeint, ja, wir können halt gleich heute beginnen. Wenn wir 4 Stunden am Tag arbeiten, dürfen wir gratis in der Hütte bleiben, das ist so toll. Das heißt, wir dürfen arbeiten, wir dürfen Sachen machen am Hof, wir dürfen Rasen mähen und so weiter. Und ich werde heute gleich mal eine Terrasse mit so Holzglasur einstreichen und der Daniel wird mit der Motorsense arbeiten. Also wir haben dann unsere ganze Ausrüstung fürs Motorsensen. Zwar einmal so eine Weste, wo man sich das dann seitlich hier einhängen kann. Und wir haben 2 Sensen. Eine normale mit so einer Plastikschnur, die sich eben ganz schnell dreht und das Gras zerschneidet. Und die andere, die coolere, hat ein echtes Sägeblatt, also ein echtes Kreissägeblatt. Und die ist halt für so, ja, so frische Triebe von Bäumen. Sowas zum Beispiel. Mit der Kreissäge ist neuer und funktioniert so super. Man muss nur einmal anreißen. Und das funktioniert dann. Das ist echt super. Ja, Gas geben, tun wir mit so einem Hebel in der Hand, man hat es mit beiden Händen und schwenkt es halt so hin und her. Und der Haken da auf der Seite ist quasi mit dem ganzen Körper wie ein Rucksack verbunden und damit hängt man das Gewicht von der Motorsense ein und das ist quasi, also ist fast genau ausbalanciert und somit muss man eigentlich kein Gewicht in der Hand halten und man spürt es aber auch nicht am Körper, wie schwer es wirklich ist. Ich glaube, das Ganze wird ziemlich Spaß machen. Mm-hmm.
Wir haben Beeren gesammelt und es gibt noch viel mehr. Es gibt Heidelbeeren, Himbeeren, Erdbeeren, Stachelbeeren, alles Mögliche. So, wir machen gerade Kaiserschmarrn und es ist Zeit, den Fladen umzudrehen. Juhu! Ja, perfekt eigentlich. Beim Rasenmähen mit der Sense schneiden wir auch immer viele Blumen um und wir haben uns gedacht, das ist eigentlich viel zu schade. Und haben die vorher ausgerissen und einen schönen Strauß gemacht und jetzt steht auf unserer Terrasse eben der Blumenstrauß, ganz schön. Es gibt heute zum Abendessen, Karin? Champignon-Risotto. Ja. Muss auch so fair sein und die wunderschönen Gerichte herzeigen, die wir zaubern. Wenn wir eine Herdplatte mit zwei Kochfeldern und einen Kühlschrank zur Verfügung haben. Wir essen nicht aus dem Topf. Doch, tun wir. Nein. Nein. Wir essen aus Tellern, wie zivilisierte Menschen. Aber schau mal, wie gut das geworden ist. Es ist wirklich gut. Es ist total lecker. Das ist nur zum Umrühren so. Und wir haben auch eine Mikrowelle. Guten Morgen, wir machen gerade einen Ausritt. Gar nichts. Nachdem heute Samstag ist und die Besitzerin vom Reitstall fährt mit ihren Pferden zu einem Turnier und auf dem Weg zurück am Abend fährt sie bei einer Pizzeria vorbei und nimmt Pizza mit. Und sie haben gemeint, wir sollen uns eine Pizza aussuchen. Sie nehmen uns eine Pizza mit. Und gestern noch hat die Karin mit Freunden in Wien geskypt. Und sie haben gemeint, sie haben sich gerade Pizza bestellt. Und wir haben gemeint, oh, Pizza. Wir hatten schon so lange keine Pizza, weil ja, wir können sie uns nicht hierher bestellen und so. Und ja, jetzt schauen wir gerade im Internet. Die Speisekarte, die ist aber nur schwedisch. Und wir schauen jetzt mal, was wir herausfinden können mit Google Translate, welche Pizza wir uns nehmen. Pizza! Yay! Yeah. Vorher bei ihm und das Quad ist daneben gestanden und er hat mich gefragt, ob ich schon mal Quad gefahren bin. Ich glaube, nein, ich würde so gern. Dann hat er gemeint, ja, dann schau, es geht ganz leicht. Und ja, er hat gemeint, wir dürfen es auch hier stehen lassen bei unserer Hütte. Wir sollen den Schlüssel in der Nacht reingeben und das ist cool, wir haben jetzt ein Quad. Man hat da links und rechts die Bremsen, vorne hinten vorne. Und man kann unten umschalten zwischen Allrad und es hat sogar ein sperrbares Mitteldifferential. Genauso wie der Defender. Es hat nur ein bisschen ärgere Reifen, wenn man schaut. Also permanenten Allradantrieb. Es hat 700 Kubikzentimeter Hubraum. Das sind, ich glaube, 50 PS oder so. Das geht wie die Hölle. Also das ist echt verrückt. Und es hat sogar ein Automatikgetriebe und eine Geländeuntersetzung, also Low. Und es gibt sogar vorne und hinten Seilwinden. Und die kann man von da vom Lenker aus steuern.
Ja, das ist so cool. Ah ja, und eine Anhängerkupplung hat es auch. Und es gibt sogar einen kleinen Anhänger für das Quad. Und das ist ein bisschen wie früher die Bobbycars mit den Anhängern. Nur halt jetzt in groß, cool, laut, stark. Also, es ist so cool. Karin ist gerade draußen am See fischen und es schüttet in Strömen. Und sie hat ein Walkie-Talkie mit und ich werde sie jetzt mal fragen. Karin, regnet es eigentlich? Ein bisschen regnet, ja. Hallo. Hallo. Wie ist deine Regenkleidung? Super. Ich habe eine Regenhose. Ich habe eine Regenjacke. Ich habe eine Life-Vest, die mich warm hält. Du bist gefangen. Einen kleinen Fisch. Es ist ein Hecht. Also erstens ist es wahrscheinlich doch kein Hecht. Und zweitens ist es irgendwie lächerlich, dass ich ihn dann wieder aufgehängt habe und rein ins Wasser. Weil das muss schon ein ordentlich großer Fisch sein, dass das so ein Fisch ist, oder? Also das ist der Fisch. Und der hängt an diesem kleinen Haken. Ich dachte mir, wenn ich jetzt wieder mit Wurm fische, dann fange ich wieder nur so kleine. Weil sie gemeint haben, ja, und wenn wir in so kleinen Fischen, sollen wir dann einfach aufhängen, das lockt dann Größe ran. Voll effizient. Und dann dachten wir, na gut. Naja, aber wenn du einen Fisch gefunden hättest, den dieser Fisch ja, anlockt. Eben, der wäre dann riesig gewesen. Oh, der wäre groß gewesen, ja. Ja. Naja, schade.